Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Mit meinen einzigen grünen treuen Kumpanen, den ich kenne. Ja, der auch einen Hammer hat. Manchmal. In der letzten Folge haben wir, weiß ich gar nicht, war in dieser einen Fabrik, war das irgendwo, ne? Irgendwo, wo da hinten war ein Wetigurt. Irgendwo hier. Und ja, ich habe mich wieder hier um das Gebiet von Diamond City herum teleportiert, nach der Bibliothek zu suchen. Ich habe sie nicht gefunden. Dann ist mir aber eingefallen, dass wir waren ja schon mal in dieser Bibliothek drinne und ja, mir ist eingefallen, wenn ich schon mal da drin gewesen bin, dann muss ich ja den Ort ja auch irgendwo auf der Karte verzeichnet haben. Und dann habe ich hier nachgeguckt und ja, das ich nehme mal an, das ist ja, das war ein bisschen Denkfehler hier. Weil wir waren im Part 20 oder so da drinne. Sind direkt verreckt und dann wieder geflüchtet. Und wenn ich schon mal in ein Gebäude drin gewesen bin, dann werde ich es ja auch schon erkundet haben und kann mich dahin teleportieren. Also ja, so viel dazu. Ja, kann ich noch lange suchen nach irgendeinem Gebiet, das ich noch nicht erkundet habe. Weil ich schon erkundet habe. Außerdem war es ein bisschen weiter entfernt. Da sollte ich da auch lange suchen können. Aber egal. Ich will jedenfalls noch unbedingt da rein, weil Bibliothek bedeutet für mich viel zum Lesen, Zeitschriften, ne? Macht Sinn, was ist das denn? Hallo? Was? Bin wieder vollkommen woanders gelandet. Was ist das denn? Ich dachte erst, ich dachte, da wäre so ein Glitch oder irgendwie so was. Okay, wir haben noch einen Ort gefunden. Okay, dann gehen wir erstmal den hier. Tun wir erstmal den hier erkunden, weil der war nicht auf der Karte verzeichnet. Also, wenn ich den wiederfinde, das wird nicht passieren, habe ich so das Gefühl. Deswegen nehmen wir den Ort hier unter die Lupe. Okay, gut. Wie gut, dass der mir zustimmt. Bist du schon weitergegangen? Was aber eine Luca Cola, aber die Frage ist, waren wir schon mal hier oder nicht? Ich habe so das Gefühl, wir waren schon mal hier. Okay, du bleibst da. Okay. Du explodierst da. Auch gut. Ja, wir sind immer noch Level 100 übrigens, ne? Wo ist er? Ja. Meine schallgedämpften Waffen machen ja auch deftig Schaden durch das eine Perk. Sandman. Muss mal so kommen, irgendjemand im Schlaf zu töten. Aber ich glaube, so weit wird es nie kommen. Auch wenn ich Agilität auf 10 bringe oder so. Oder? Ach, da kommt man in die Bibliothek. Na, warte mal. Ich komme gleich wieder. Lass mich nur hier gucken, okay? Danke, Schätzelein. Marke will ich auch haben. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt die restlichen DLCs auch noch runtergeladen. Ich habe direkt zwei Quests bekommen. Alle an Bord. Das ist nämlich an für Nuka World und das hier ist für das Vault-Tec Addon, wo ich mir irgendwie ein eigenes Vault bauen kann. Ich wollte das erst noch vor dem DLC packen, aber da ich nur noch so drei Parts oder so vor dem Nuka World DLC machen will, du mal so nach dem DLC verschieben. Vor bei uns beide nicht. Uns Finale kümmern oder noch alle restlichen Sachen machen. Keine Ahnung. Mal schauen, was noch passiert. Wir haben jetzt schon 300 Parts, so einen Unterschied macht jetzt auch nicht so. Ich arbeite hier. Lass mich rein. ID erraten, na Meine klar. ID ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich. Natürlich hat das geklappt. Und so kommen wir auch in die Bibliothek rein, okay. Ach, ist halt irgendwie dafür, damit man diese Falle umgeht oder was? Die ich mal am Eingang ausgelöst habe.
die mich umgebracht hat. Oder die Supermutanten haben mich umgebracht, glaube ich. Ich glaube, die sind direkt reingekommen, nachdem ich da reingegangen bin, oder? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ich habe als Best of, muss ich mal irgendwann nachgucken. Okay, warum sind hier tote Supermutanten? Heißt ja irgendjemand anders. Muss sie gelegt haben. Also die sind so blöd und sind in den eigenen Fallen reingetreten. Was ziemlich blöd wäre. Ja, und hier noch mehr. Beste wäre ja, wenn ich hier eine Wackelpuppe noch finden würde, die Intelligenz-Wackelpuppe hat, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das ist die Stadtbibliothek Boston, das ist sozusagen die Hauptbibliothek. Also muss es sich ja wohl lohnen, oder? Eine Zeitschrift muss doch ja mindestens sein. Oder weiß ich nicht. Hi. Alles gut für dich. Oder weiß ich nicht, irgendeine gute Knarre, irgendwas. Irgendwas muss es doch hier geben, oder? Eine Knarre, die mit Büchern schießt. Am besten, ne? Okay, ich habe einen Junkshot, also. Kann ich auch damit machen. Unbeschädigter Kamera. Stimmt, irgendwann mal irgendwas richtig extrem Seltenes da drinne. Das glaube ich ganz tief. Und das Speichern dauert auch immer länger. Ich kann übrigens keine neuen Spielstände mehr machen. Ich kann nur noch meine alten überschreiben. Ich habe zu viele Spielplätze jetzt bei diesem Spielstand. Ich habe mir auch vor irgendwelchen wichtigen Ereignissen einen extra Spielstand gemacht, falls irgendwas schief geht oder so. Und ja, jetzt habe ich so viele Spielstände, ich kann keinen neuen mehr erstellen. Ich muss jetzt immer irgendeinen alten überschreiben. So, da war, glaube ich, der Eingang, wo ich mal verreckt bin, ne? Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal. The Blast from the Past. Was ist denn das schon da? Alles hier Protektron-Steuerung oder was? Okay, den hätte ich als nächstes genommen. Warte mal, wen habe ich denn noch nicht? Den hier, ne? Spike. Oh. Spike. Bin durch. Die sind doch sowieso friedlich. Warum soll ich die umprogrammieren? Ah, okay, das ist doch nicht der Eingang. Das ist sehr schön für dich. Da ist das, glaube ich. Da sind die alle tot, weil ich hier einmal reingegangen bin, ganz früher und wieder rausgegangen bin. Haben die Protect uns die besiegt. Ist auch nicht der Eingang. Hier, Mann, das ist genau wie diesen einen Türmen. Auf der einen Seite sind Roboter und auf der anderen sind Supermutanten. Irgendwie so was, ne? Mein Gott, die sind doch verrückt. Eine Golduhr. Noch eine Buchrückgabe. Was ist das? Was? Okay. Bin ich auch noch nicht der Teil. Guck mal, wie viele Tote hier sind. Die haben die bestimmt hier alle platt gemacht. Was? Ich habe sogar, hier ist ein Massachusetts Dingen. Verdammt. Wie viele Buchrückgabemarken habe ich? Wo sehe ich das überhaupt? Was? 21 habe ich. Ja, muss ich, glaube ich, ein paar Bücher hier sammeln. Musste auch die zu. Ach so, drei. Okay, kosten 50. Das heißt, ich muss hier unbeschädigte Bücher finden. Nehme ich an. Also super. Was ist das für eine Zeit? Ich habe zu Hause eigentlich genug. Ich könnte hier einfach mal
locker hinpacken und dann einsacken. Ja, hier war doch die Falle, die ich immer aus... Hallo? Wie habe ich die nicht ausgelöst? Ja, hier ist der Eingang gewesen, genau. So, okay, was mir aber ja noch fehlt in dieser Bücherei sind Bücher. Ich meine, ich sehe überall Regale, aber ich sehe keine Bücher. Verbandsbuch, kann ich dir Orb geben? Ich meine, das geht nur bei überfälligen Büchern, ne? Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich noch eine Zeitschrift herkriege. Ja, die müssen halt doch irgendwie so machen, dass man auch hier irgendwie dran kommt, oder? Muss auch immer Alternativmöglichkeiten geben. Dann gehe ich kurz nach Hause und hole mir meine ganzen überfälligen Bücher, die ich irgendwo rumliegen habe, die extra gesammelt für solche Momente. Ist das echt alles, was hier neu ist? Ja, warum der Bibliothek? Sicherheitsverstoß am Hintereingang. Besucher und Personal in Deckung gehen und sich ruhig verhalten. Oh Gott. Ich wusste es. Das gleiche ist auch früher mal passiert. Als ich reingekommen bin. The Blast from the Past. Ich weiß, habe ich schon gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern, von wo ich das habe. Was geht? Na, ich bin jetzt voll stark. Was geht? Ich kann mich nicht hier einfach wieder überrennen, so wie damals. Oh ja. Gib mir Erfahrungspunkte. Gib mir Erfahrungspunkte. 121. Die Erfahrungspunkte, ich komme ja schlecht an Erfahrungspunkte. Und nur ein Trick, womit, oh Gott, was? Da gehe ich jetzt rein. Oder strong, verdammt. Nein. Ich hoffe, der geht gleich auf mich, nicht auf mich los, wenn er wieder aufsteht. Geht's dir gut? Du bist noch am Leben, oder? Entschuldigung. 150 Schadenresistenz beim Nachladen, was? Strong, nimmst du mir nicht übel, oder? Hey. Hat er bestimmt sogar gemocht, ne? Ich mit mir. Okay. Ja gut. Oh Gott. Kann ich mal kurz hier nachgucken. Okay, das ist ja okay. Die mitten aus dem Nichts und schlagen alles kaputt. So, wo ist der Lagerraum? Lagerraum hat doch bestimmt Bücher. Ich habe da schon wieder voll viele Gegner gesehen. Wie kommen denn jetzt auf einmal? Was zum? Machst du das schon wieder? Ja, warte mal. Läuft einfach mit einem Minigun herum. Ja, einen Moment. Ja, ich habe ja noch den ganzen Shop vom letzten Mal dabei. Man soll es nicht alle nehmen. Ich meine Theorie noch mal anschauen. Aufgepasst. Warte mal, muss ich dir sagen, du musst halt ausrüsten. Du hast halt schon ausgerüstet, aber ich weiß, aber trotzdem. So. Jetzt will ich sehen, wie du damit rumballerst, okay? Ja,
blöd ist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier schon überall war und wo nicht, weil hier irgendwie es komisch aussieht. Ich habe noch kein unbeschädigtes Buch bisher gesehen. Ja, hallo. Mein Gott, wie sich alle gleichzeitig dahin bewegen. Alter. Ich sehe meinen HP-Balken nicht, was soll halt? Manchmal sehe ich den nicht. Ja. Ah. Welche Waffen nehmen wir denn? Ich glaube, die bringt nichts, ne? Oder doch. Vielleicht macht auch Strahlung Schaden, also super Mutanten, also. Aber okay, hat funktioniert. Nein. Ja, die ich früher brauchen können eigentlich, aber danke. So, wo ist der Lagerraum? Lagerraum. Ist da bestimmt was Geiles drin. Im Schlüssel jedenfalls dafür, also muss doch was Gutes da sein. Hier sieht doch richtig aus. Ich hab's gewusst. Ich habe sowas von gewusst. Das ist eine Bibliothek. Intelligenz. Oh. Einmal kurz gucken. Okay, dann habe ich das auf 10. Perfekt. Nett. Auch die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas Neues zu lernen gibt. So, wir haben jetzt einen Wert auf 10. Oh. Das ist sogar ein Wert, den ich auf 10 haben will, wegen der Fähigkeit. Nerdwood. Ja, die Zeit verlangsamt sich. Ich habe eigentlich schon irgendeine Sache, die meine Zeit verlangsamt, aber trotzdem. Sehr gut. Ich muss mir noch mal angucken. So, ich hätte jetzt eigentlich ein Level abnehmen sollen. Und dann die Wackelpuppe aufnehmen sollen, weil dann hätte ich am Ende eine Intelligenz von 11 gehabt. Aber was soll's? Ach, hier ist der Lagerraum. Aber ich möchte nicht, dass das, wenn dann schon alles auf 10, anstatt irgendwie eine Sache auf 11, ja dann auf 10. Das sieht dann unsymmetrisch aus. Hier sind aber auch keine Bücher. Das muss im nächsten Part all meine Bücher von mir zu Hause mitnehmen. Dann hier eintauschen gegen das Magazin. Müsste ich nur wissen, wie viele Punkte ein Buch gibt, also oder Buchrückgabemarken. Ich brauch doch Buchrückgabemarken, ich Idiot, oder? Oh, strong. Okay. Also wäre fertig. Ist der Backpuppe, also. Wir sind ja nicht fertig, was? Warum nicht? Wegen dem Ding oder was? Da ist ja noch was. Ich habe da irgendwas noch übersehen, ne? Da ist bestimmt noch ein Magazin irgendwo. Kann man hier irgendwo nach oben? Hier war ich zum Beispiel noch nicht. Da ist eine Toilette voll mit Buchrückgabe. Marken? Nein, okay. Ich weiß, ich habe das nur als Scherz gesagt, aber es ist nicht unmöglich. Da ist ein überfälliges Buch zum Beispiel. Warte mal.
Wie viel gibt es so ein Dingen denn? Würde ich gern wissen. Das ist noch ein überfälliges. Jetzt bin ich sie alle. Ich glaube, viel wird hier nicht mehr passieren. Aber das ist auch schon so richtig beleuchtet, so im Sinne von, ey, hier ist was Wichtiges. Guck da völlig hin. Gut. 5 Buchrückgaben machen, okay. Ich hatte 3. 50. Ich habe 36. Wenn ich 3 noch finden würde. Komm schon, wir suchen ja noch 3. Und 3 müssen wir finden. 3. Die sind sicher irgendwo hier. Da zum Beispiel, oder? Nein. Ich hätte gelacht, wenn wir jetzt hier noch 3 Bücher finden würden. Muss es irgendwo noch 3 Bücher geben? Es muss nur einfach. Stimmt, hier irgendwo in dem wichtigen Raum. Komm schon. U-Bahn-Marke, nehmen wir die mal. Vielleicht kann ich hier auch da einstecken. Ja, 10 Minuten, ich kann jetzt hier nicht, weiß nicht. Irgendwie noch was Neues anfangen. Ich wüsste jetzt hier in der Nähe wäre noch irgendwas, weil ich noch nicht erkundet habe, da könnten wir ja hingehen, aber in 10 Minuten schaffe ich das nicht. Dann versuche ich lieber mein Glück hier ein paar Bücher zu finden. 3 Stück bauen wir noch. Da. Nein. Ich nehme eins mit, vielleicht kann ich das ja trotzdem noch reingeben. Vielleicht ist das Ding ja so blöde. Da. 1. Gucken wir mal. Muss nur genug gucken. Vor allem, ich nehme an, es sind nicht so viele Bücher, so viele überfällige Bücher hier versteckt, wie man, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die davon ausgehen, dass man 0 Rückgabemarken hat und ich dann jetzt 10 Dinger suchen muss. Also ich glaube nicht, dass hier so viele Bücher an sind. Aber ich hatte ja schon ein paar, das ist ja schon mal gut. Schon 2 werde ich doch noch irgendwo finden. Ja, gelacht. Der Meister ist Lootens. Ich finde doch alles. Jedenfalls in diesem Spiel. Ich glaube, einfach mit meinen schielenden Augen durch. Und dann finde ich das auch. Natürlich tot langweilig jetzt für die Zuschauer, aber was soll's. Ball. Verdammt. Es hat nicht geklappt. Schon 2 Bücher noch. 2. Wo müssen die sein? Verbandsbuch, verdammt. Irgendwo müssen da noch welche sein, ganz ehrlich. Tut mir nicht an. Ist so eine Herausforderung schon für mich jetzt gerade. Eine Kampfansage, die ich antworten muss. Nur wenn ich bei 30 noch keins gefunden habe, dann lass mal das. Ist ja wohl klar, ne? Da. Nein, da ist ein Verbandes. Also warte, ich nehme die mit, damit ich weiß. Wenn ich nicht immer wieder da hingucke und sage, ah. Warte mal. Bei der letzten Leiche war auch eins, also ich wollte nicht an Schachbein nehmen. Strong, du bist ja gebildet. Du hast auch bestimmt irgendwo ein paar Bücher. Vielleicht können auch am Boden liegen, genau. Na los.
Ich finde euch meine Schätzlein. Dann werde ich euch abgeben für Buchrückgabemarken. Ich habe da wieder aber nichts. Hier war ich noch nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Schon irgendwo. Ja. Wie viel habe ich gefunden? 5, 4, ne? Ich glaube, 4 waren das. Dann werde ich aber noch 2 finden. Das ist so frustrierend. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich glaube, die sind hier nicht drin. Warum ist hier eigentlich keins? Ich habe voll damit gerechnet, hier irgendwo welche wären. Aber nein. Drei Minuten noch. Was ist das schön? Nee, finde ich nicht. Ich mal da unten nachgucken noch. In der U-Bahn. Da sind dann auch Rückgabemarken. Ich guck da mal nach. Oder nach denen sollte ich auch vielleicht Ausschau halten. Aber egal. Ja. Das verzweifelt mich jetzt hier so ein bisschen. Müssen da irgendwo ein paar geskriptete Marken rumliegen. Wie alter? Ich bin nicht ein alter Kumpel. Ich bin nicht ein Kumpel, alter. Oder wie auch immer halt nochmal ging. Sein oder nicht sein, ne? Dreck, Mist, Fuck, blöde Pisse. Oh, hallo. Habe ich auch noch nicht. Dann sehen wir mal, wo ich wieder mal vorbeigelaufen bin, ne? Ach, hier ist dieser abgeriegelte Ort. Abgeriegelt. Kann aber jeder reingucken, während ihr, weiß ich nicht, duscht oder so. Okay, wird wohl nichts mit den Büchern. Dann latsche ich kurz nach Hause und mir entweder Rückgabemarken oder... Oder Bücher. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder direkt vor dem Automaten. Wie wir dann das Ding einkassieren. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.